Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich und heute habe ich ein fast Full Face of Kaya. Ich habe mir einen Adventskalender bestellt und ich will jetzt die Sachen mit euch austesten, ob die gut sind. Das hat schließlich 260 Euro gekostet, ich hoffe schon. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und lasst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo da, da würde ich mich voll freuen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an. Revolution und Sigma, da habe ich jetzt sogar schon ein zweites Löchlein, ein zweites Hitterpan. Und den Face Primer von H&M kann ich aber nicht empfehlen. Also ich finde den urschlecht. Aber wir haben jetzt noch von Kaya den Blurring Stick und den will ich mir jetzt auftragen. Und das ist einfach so ein Stick, also schaut aus wie ein Lippenstift, aber da kann man die Poren einfach verfeinern damit. Und da ich ja vergrößerte Poren habe, machen wir das gleich einmal. Und zwar, gut, ich habe mir anscheinend noch nicht meinen Primer gescheit verblendet, das mache ich noch schnell. So, das habe ich jetzt schon gemacht und jetzt geht es aber los mit dem Stift. Und das trage ich mir so auf. Das lässt sich eigentlich ganz gut auftragen. Finde ich gar nicht so schlecht. Eben, man muss sich nicht die Finger schmutzig machen. Aber ich würde trotzdem empfehlen, das noch ein bisschen zum Verteilen mit den Fingern. Es ist halt jetzt auch nicht das Hygienischste, weil man hat jetzt da dann oben halt quasi alles kleben. Aber egal. So, ich stelle mir den da wieder her. Und tue mir das hier ein bisschen andingseln. Und ich finde den aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Füllt die Poren auf. Ja. Ja. Und ist auch nicht zu silikonig, weil manche Primer sind mir dann einfach zu silikonig, genau. So, wir machen jetzt gleich einmal weiter und zwar, bin am Überlegen, ja, wir machen die Lidschattenpalette jetzt zuerst, weil ich auch nicht weiß, bröselt die oder nicht. Deswegen, das ist die Lidschattenpalette von Kaya, nennt sich die. Ich muss aber sagen, ich finde die ehrlich gesagt nicht ganz so hochwertig. Ich zeige euch gleich die Verpackung. Fand die ein bisschen, ja. Ich dachte, für den Preis könnte sie ruhig ein bisschen hochwertiger sein. Aber ja. Und zwar schaut die so aus. Die ist, ja, einfach so orange, braun. Und da sind eigentlich nur zwei Schimmertöne drinnen. Wird ein easy peasy Look natürlich, Herbstlook, also das passt, also vom Thema passt das ganz gut, nur ich könnte mir auch vorstellen, dass die schnell kaputt wird, weil dieses Plastik-Packaging wird urschnell kaputt und hier hinten habt ihr dann noch die Töne draufstehen, genau. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, ich nehme mal den hellsten Ton, das ist dieser hier oben. Mit einem Blenderpinsel, mit einem kleineren, dann nehme ich den, ich brauche immer sehr, sehr kleine Blenderpinsel, weil sonst funktioniert das nicht. Und gehe jetzt einmal in diesen Ton rein. Der bröselt auch ein bisschen. Der hat aber fast kein Pigment, also das ist wirklich nur so ein Setting-Ton quasi. Ich möchte nur, um das Lid ein bisschen zu setten und aber man sieht wirklich nichts. Mal in diesen Orangenton reingehen. Ich mache das aber noch schnell auf der anderen Seite auch mit diesem anderen Ton. Ist minimal heller wie das Lid. Genau, jetzt gehe ich in diesen Orangenton rein.
Aber ich finde, sie bröseln gar nicht so extrem. Und setze mir das einmal in die Crease. Ist aber eigentlich ganz schön pigmentiert, muss ich sagen. Wenn einem diese warmen Herbsttöne gefallen, dann ist das auf alle Fälle ein Go, würde ich sagen. Aber schauen wir mal, wie dann der braune Ton performt, weil braun ist immer schwierig. Jetzt machen wir gleich mal die andere Seite. Sagen, eigentlich ist das ganz schön. So, ich nehme den gleichen Pinsel noch einmal und gehe jetzt einmal in diesen dunkelsten Braunton einmal rein. Und eigentlich braucht man da gar nicht abklopfen. Und den setze ich mir hier am äußeren Winkel an. Puh, der ist aber nicht sehr dunkel. Der ist wirklich nicht dunkel. Probieren wir das nochmal, das zum Verdunkeln. Ja, das ist nur ganz, also ich finde das ein bisschen arg. Ich finde das irgendwie zu hell. Bissi, okay, jetzt, also man kann es aufbauen. Okay, aber mir persönlich wäre das noch immer ein bisschen zu hell, sage ich einmal. Aber ist okay, ne? Beziehungsweise kann man eh nichts mehr machen, ne? Man kann das eh nur so hinnehmen, wie es ist. Aber Kaya steht ja so für Eleganz und die hätte mich auch sehr gewundert, wenn die so krass pigmentiert wären oder so. Aber für so eine junge, elegante Mo. Marke, sage ich einmal, weil die Preise sind halt auch sehr heftig, ne? Finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist auf alle Fälle nicht mein Beuteschema, denn ja, so neutrale Paletten sind normalerweise gar nichts für mich. Aber ja, im Herbst oder im Büro oder so kann man das einmal machen. Und wenn ich Fullface Kaya machen will und das testen will, dann muss ich auch die Lidschattenpalette testen, ne? Genau. Genau, so, jetzt haben wir aber noch so einen, keine Ahnung, so einen orangelichen Ton, orangebraun. Und den werde ich mir einfach an die untere Wasserlinie setzen. Wo der Pinsel vielleicht gar nicht so geeignet dafür ist, aber ja, geht. Also das ist fast alles im gleichen Schema. Und genau, das verblende ich mir hier unten noch ein bisschen. Ist okay, ne? Das ist so ein ganz ein heller Ton. Ja, nichts Besonderes. Eigentlich müssen wir uns diesen Ton aufs komplette Lid auftragen. Dazu mache ich aber vorher noch mein Liquid Eyeshadow drauf. Das mache ich immer. Und dann schauen wir mal, ob die Farben, wie die Farben funktionieren, also diese Schimmerfarbe funktioniert. Da ich das immer mache, ja, weiß ich dann auch, funktioniert das gut oder schlecht. So, nutzen. Und den Schimmerton auftragen. Gehe hier mal so rein. Boah, das ist nicht gut. Also ich bin andere Sachen gewöhnt. Ich finde den Schimmer urwenig. Aber mal schauen. Boah, da muss noch ein bisschen was kommen. Sonst ist das echt voll der Fail, ne? Also für mich zumindest.
überdeckt ja nicht einmal mein Liquid Eyeshadow. Puh, krass. Also normalerweise schafft das bei mir jeder Glitzer-Eyeshadow, das zum Überdecken, beziehungsweise poppt dann einfach der Lidschatten mehr. Und ja, langsam wird's was, aber ich meine, wie oft gehe ich denn da schon rein? Da will das auch nicht so richtig halten. Schaut jetzt nicht so toll aus, ne? Also auch die Farbe, die ist, ich weiß nicht, die ist irgendwie viel zu wenig und nicht deckend genug. Man kann das auch noch mit einem Pinsel versuchen oder mit einem Glitterprimer oder whatever. Ich nehme immer ein Liquid Eyeshadow. Ja, ist in Ordnung, aber wie gesagt, für, weiß ich nicht, für normal, jetzt sage ich normale Leute, ich bin ja nicht ganz normal, weil ich klatsche mir immer Duochromes und alles drauf und ja. Was soll ich sagen? Also für mich ist es viel zu wenig, aber okay. Machen wir einfach einmal weiter. Und zwar haben wir dann noch diesen goldenen Schimmerton. Den versuche ich mir jetzt in den Augen innen. Der ist aber auch sehr dunkel. Wie kann man so mit so einem dunklen ein cooles Inner Corner machen? Oh, das hat mich überrascht. Das war jetzt sehr überraschend. Krass, dieser Ton. Und dann habe ich mir jetzt auch ein bisschen so reingezogen. Also, hallo? Wie kann das sein? Und ich habe noch Ophel am Finger. Schau mal, ob das am anderen Auge auch noch funktioniert oder ob ich noch mehr Dings brauche. Ja. Pigment ist da. Borg, wie kann ein Ton so gut und der andere so schlecht sein? Das verstehe ich einfach nicht. Ah, das geht mir jetzt gerade nicht an. Alles andere, das bessere ich natürlich dann noch aus. Das habe ich jetzt einfach, dass die Farbe einfach einmal am Lid ist, ne? Habe ich das jetzt einfach einmal so gemacht. Es war auch kein Eyeliner dabei, das heißt, den werde ich mir dann auch noch mit einem anderen. Habe ich jetzt Eyeliner gesagt? Ich meinte Concealer natürlich. So, beziehungsweise Make-up. Jo. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt einmal das Auge fertig und gehen jetzt einfach in den nächsten, ins nächste Ding ran. Da habe ich einen Eye Brightener. Da fliegt mir gleich rüber. Ja. Ist das so ein cremefarbener Eyeliner einfach? Und den trage ich mir jetzt einmal auf der Wasserlinie auf. Richtig gut. Und da strahlen die Augen immer, wenn das in so einer Lachsfarbe oder beziehungsweise so Hautfarbe ist, finde ich das richtig schön, dass gibt dem Auge, das öffnet das Auge einfach noch ein bisschen mehr. Und ja, wir machen jetzt weiter, ne? Und als nächstes haben wir Eyeliner. Und zwar haben wir einmal einen Snatched Eyeliner. Genau. Und einmal einen Pencil Eyeliner. Und ich dachte mir, wir machen einfach ein Auge so, eine so, ein Auge so, weil wir haben auch zwei verschiedene Wimperntuschen. Wir haben auch noch zwei verschiedene Lippenstifte, Lip Liner und so weiter. Und da machen wir einfach ein Auge so, ein Auge so. Also, fangen wir mal an. Und das ist ein Pencil Eyeliner. Ach so, das ist nur ein normaler schwarzer Eyeliner. Okay, dann lasse ich zu. Weil ich habe jetzt schon auf beiden Augen dieses helle gemacht. Okay, ich dachte, das ist ein anderer. Aber das funktioniert sicher, weil das ist ein stinknormaler Eyeliner. Und dann haben wir noch, wie gesagt, diesen Snatched Eyeliner. Schauen wir mal, was der so kann.
Der hat eine Kugel auf alle Fälle drin, das ist schon mal gut. Und hat so eine Filzstiftspitze einfach. Genau. Und jetzt probieren wir da einen Eyeliner. Aber eigentlich wäre es gut, wenn ich mir das vorher ausbessere, weil sonst schaffe ich das dann, glaube ich, nicht mehr. So, ich habe das jetzt schon ausgebessert. Ich habe das Make-up von IT Cosmetics, diese CC Cream genommen, die finde ich sehr schön. Aber ich habe gemerkt, der Primer von H&M, das Katastrophe, ich war überall weiß und so, auch auf die Lippen sieht man es noch ein bisschen. Den gebe ich weg, denn der wird sofort aussortiert, der ist schrecklich. Und als Concealer habe ich den Kiko Concealer genommen. Da ist auch nicht mehr so viel drin, aber ich finde den eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber es schaut jetzt alles durch den Primer nicht so toll aus, aber ja. So, jetzt schauen wir mal, wie der funktioniert. Aber die meisten funktionieren am Anfang eh noch gut. So. Krass präzise, also das ist arg, wirklich arg. Ich glaube, ich habe den jetzt ein bisschen verkackt. Das war so klar. Der ist viel zu lang, aber egal. Der ist richtig gut. Also ich bin auch gespannt, wie lang der auch richtig gut ist. Weil die meisten lassen danach. Aber ich mache jetzt meistens eh nur so, dass ich hinten einen Ring mache und vorne dieses Spitzerl. Und oben nicht. Erstens einmal, wenn man ein bisschen mit dem Lid schon ein bisschen Falten hat, wird das meistens nicht so akkurat. Und zweitens macht das Auge ein bisschen kleiner. Genau. Aber den finde ich richtig gut. Und dann haben wir noch zwei Mascaras. Einmal haben wir eine Twist Me Up Mascara. Das wird wahrscheinlich eine zum Drehen sein. Sassy Cutie Classy Edgy. Aha, krass, wie oft kann man denn die drehen? So schaut die auf alle Fälle aus. Die ist sehr schlicht, so wie alles. Classy, cute, sassy. Schauen wir sich einmal alles an. Also die Classy schaut so aus. Es ist so ein dickes Silikonbürstchen. Dann gehen wir mal auf cute. Moment. So. Was passiert bei Cute? Dann Dreh haben wir so eine gedrehte Bürste. Auch interessant. Dann haben wir Sassy. Haben wir noch mehr gedrehter hier? Okay. Dann haben wir noch Edgy. Genau. Okay, so schaut das aus. Ist noch krasser gedreht. Also ich würde dieses Ding mal nehmen. Und die andere ist die Vans Vava Volume. Also eine Volumenmascara. In so einer schönen Verpackung. Und was haben wir dafür? Oh, das ist krass. Das ist krass. Die kann ich mir auch gut vorstellen für unten, weil die so extrem schmal ist. Aber egal, wir machen die da und die da. Und ich biege mir jetzt schnell die Wimpern und zeige euch gleich einmal dann das Ergebnis. So, ich habe das jetzt aufgetragen. Ich komme ein bisschen näher, dass ihr das auch sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also, ich finde das Auge nicht ganz so gut wie das Auge. Da gefallen mir die Wimpern ein bisschen besser.
Und ich habe bei beiden ein bisschen gekleckert, beziehungsweise ist es einfach, hat sich abgestempelt. Das wollte ich euch zeigen, aber das kann man ja ganz leicht wegmachen dann. Genau, jo. Und der Unterschied ist halt einfach das Bürstchen, ne? Das Bürstchen ist halt extrem gedreht und groß. Und bei kleinen Augen finde ich diese Mascara richtig genial, weil die einfach so ein Mini-Bürstchen hat und du kommst unten gut dazu, oben und du kommst richtig gut innen einfach hin, ne? Und ja, genau. So, dann kommt schon der nächste Step dran. Und zwar habe ich hier einen Pinsel drinnen und den verwenden wir. Das ist der F10. Oh, den habe ich jetzt verkehrt aufgemacht. Der schaut so aus und das ist ein Puderpinsel und der ist mega weich, also richtig cool. Und Focus Powder in Translucent. Ich hoffe, das ist nicht weiß, weil sonst kriege ich die Krise. Und schaut so aus, diese Verpackung schaut mega aus, aber das sieht man sicher jeden Tapser. Es ist sehr hell. Und aber ich hoffe, es ist auch wirklich translucent, weil ich werde jetzt einfach so meine Base und meinen Concealer einfach setten. Und da fangen wir jetzt einmal an. Oh ja, das ist wirklich translucent, das ist nicht weiß oder so. Das ist sehr, sehr gut, weil da hatte ich jetzt echt schon Angst, dass es so ein ganz ein helles weißes Puder ist, weil nicht alles, was translucent ist oder angeschrieben ist, ist wirklich translucent. Und das finde ich gut. So, jetzt gehe ich da noch hier auch entlang. Der ist sehr fluffig, der Pinsel auf alle Fälle. Jo. Ist nicht schlecht auf alle Fälle. Kann man so lassen. Ja, das Puder ist nicht schlecht. Ist okay. Ein Push-Up-Brow-Gel. In einer durchsichtigen Variante. Augenbrauenstift war leider keiner dabei, aber das ist eh klar. Man kann es ja nicht jedem recht machen. Deswegen gehen wir sich jetzt nur. Also, so schaut das Bürstchen aus. Das schaut auch sehr spannend aus. So urig großen Zacken. Oh, da kommt jetzt aber viel Produkt raus. Oh Gott. Machen wir mal hier so gegen die Richtung. Und dann hoch. Bisschen zu viel erwischt hier. Am Anfang. Ja. Muss es einmal trocknen und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Es ist halt einfach ein durchsichtiges Augenbrauengel, ne? Einen Bronzer dabei gehabt, deswegen lasse ich auch das und gebe mir keinen Bronzer auf. Und jetzt nehmen wir die Blushes und da mache ich auch wieder von jeder Seite ein Blush. Einmal haben wir ein Glow Blush. Das ist das hier. Ich werde da auch einfach den Puderpinsel zweckentfremden und einfach da reingehen. So ist die Farbe. Schaut voll schön aus. So ein mauviges. Ja, gibt ein bisschen ein Glow ab auf alle Fälle. Ich glaube, man sieht schon in der Kamera. Aber das ist noch ein bisschen wenig. Aber ja, das kann man ja aufbauen, wie man möchte. Oder auch nicht, je nachdem. Aber das ist schon ganz schön, ne? Schaut wirklich schön aus. Und ist eher halt zart pigmentiert. Also das ist jetzt nichts, wo man das voll extrem sieht. Also ich glaube, in der Kamera seht ihr das sogar schon mehr wie ich hier. Aber es hat einen leichten Glow drinnen. Aber ich weiß nicht, für mich ist das fast ein bisschen zu wenig. Oder man kann es so wie ein Ombre machen und das noch mit einer anderen Farbe mischen.
aber schon langsam sieht man es ein bisschen. Und ich gebe mir auch noch hier oben ein bisschen was auf. Das mache ich eigentlich immer so. Ja. Und da ist nicht zu viel drinnen, da sind 4,5 Gramm drinnen. Das heißt, das kann man vielleicht auch einmal aufbrauchen, mal schauen. Und dann habe ich noch den Cake Pop Blush. Und der schaut so aus, ist in so einer schönen pinken Verpackung drin und ist eher so ein Koralle. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich finde, das passt zum Lidschatten perfekt dazu. Ja, das ist auf alle Fälle besser pigmentiert. Und ist aber auch sehr, sehr süß. Aber wie gesagt, die Sachen sind jetzt nicht so ultra hammer pigmentiert, aber lassen sich alle relativ gut aufbauen. Also jeder, der was so ein elegante Luxusmarken gewohnt ist, ist das eher, glaube ich, so ein Make-up. Weil, wie gesagt, das ist aufbaubar, weil es gibt manche Firmen, da ist das Pigment halt gleich da und oft auch zu viel da. Und in dem Fall kann man es halt aufbauen. Das ist halt immer so, wie man es gerne möchte, wie man der Typ dafür ist. Genau. Dann habe ich noch einen Pinsel und zwar den Pointed Highlighter, den F09. Und den nehmen wir als nächstes. Und zwar, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so förderlich. Schauen wir sich einmal den Pinsel an. Der ist wieder im gleichen Dings und in der gleichen Farbe und der ist ultra weich und ein bisschen bauchiger. Und dann haben wir den Liquid Highlighter. Wir werden jetzt gleich einmal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Das ist extrem. Das ist Bronzed Beach. Und da ist einfach, das ist so krass, das ist einfach ein 50 ml Produkt wie eine Foundation. Kann man vielleicht auch einfach in eine Foundation mischen oder so, ne? Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt. Das ist einfach ein Liquid Highlighter und kommt auch mit so einem Pumper. Und den werde ich mir jetzt einfach einmal am Handrücken einen Pumpen mal machen. Ich glaube, das reicht auch vollkommen aus. So, so schaut das aus. Also das ist eher ein bisschen bronziger und ich werde das einfach hier mal ein bisschen verteilen auf meinen Handrücken. Ihr seht das schon, so schaut das circa aus. Und das ist aber nicht ganz so krass. Bronzing, schon so ein bisschen Champagnerfarben auch. Also ein bisschen eine Mischung. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir sich das hier auftragen. Ganz vorsichtig, dass wir nicht das Blush wieder runternehmen. Ja, das funktioniert. Aber normalerweise einfach gleich also drunter auftragen. Also zuerst die Creme-Produkte und dann die Puderprodukte und dann funktioniert das auch. Ohne dass sich irgendwas ablöst, aber jetzt fürs Testvideo, wenn man vorsichtig ist und ihr seht schon, das gibt schon einen schönen Glow. Also das und man kann das auch sicher aufbauen noch. Ich habe das jetzt sehr, sehr wenig benutzt, weil ich Angst hatte, dass sich einfach meine Base dann drunter löst, beziehungsweise der Blush. Ja, das ist wirklich schön eigentlich, muss ich sagen. So, dann haben wir noch ein Halb Liquid oder Creme-Produkt. Und zwar ist es das Tattoo Stick. Mir löst sich schon wieder der Nagellack runter. Ich sag's euch, das bei mir hält nichts, nicht einmal einen Tag. Das ist krass. Nur ein paar Stunden. So nervig. So, also das schaut wieder aus wie so ein Lippenstift, beziehungsweise schaut fast so aus wie dieser Blurring Stick. Und ich gebe mir den aber, ich putze mir den ein bisschen ab und nehme dann das Produkt von darunter, weil sonst löse ich mir hundertprozentig alles drunter ab und gehe hier einfach so entlang. Ich will euch nicht blenden. So. Gehe hier einfach so rüber
Und dann sollte das einfach dafür sorgen, dass diese highlightenden Stellen, boah, das fühlt sich urkrass nass an, noch ein bisschen betont wird. Und ja, überall, wo man glowen möchte, tragt man sich das dann auf. Und ich mag solche Sachen sehr, sehr gerne und benutze das auch sehr, sehr gerne. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das macht man ja ganz am Schluss. Nach dem Highlighter einfach und das würde ich echt mit einem Pinsel auftragen, sonst nehmt ihr euch alles wieder runter. Also wenn ihr so und dann rauf geht's, würde ich nicht machen. So, jetzt haben wir noch zwei Produkte und zwar habe ich fast gleiche Lip Liner. Der eine ist ein bisschen heller, aber man merkt fast keinen Unterschied. Also egal, ich probiere einfach beide aus. Vielleicht sind die beim Auftrag dann anders. Der erste Ton heißt Lovisa. Leider ist es nur so einer zum Anspitzen und kein cremiger. Das ist einmal der erste und der zweite ist Bianca. Der ist ein bisschen heller. Der ist ein bisschen rosaner und der ist braun. Jetzt weiß ich zumindest, welchen Lippenstift ich auf welcher Seite auftragen werde. Da haben wir nämlich den Lippenstift schick mit so einer schicken Verpackung. Die Verpackungen sind wirklich mega. Und da haben wir diesen Lippenstift in dieser Verpackung. Und das ist der braune. Das heißt, den trage ich mir auf der Seite auf. Oh. Der hat auch so ein Gloss-Schimmer drinnen. Wow. Krass. Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Splendor Series Chic. Okay. Und der Adore You. Ist das die gleiche Serie? Splendor Series Adore You. Na, das ist ein anderer. Schauen wir mal, wie der ist. Ob der auch so Schimmerpartikel drinnen hat. Und der ist eher ein bisschen heller, rosafarbener. Der ist so krass. Die sind beide so krass, weil die so extrem schimmernd, cremig und oh Gott, einfach voll gut. Voll gut finde ich die. Oh Gott, ich bin normalerweise nicht so der Lippenprodukt-Junkie, aber die sind mega gut. Wir haben noch ein Lippenprodukt und zwar das Juicy Lip Oil. Und das testen wir jetzt. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Das haue ich mal einfach über alles nochmal so drüber. Also schaut euch das jetzt nochmal gut an, bevor ich das drüber gebe. ja, Juicy heißt es eben. Ist in so einer kleinen Verpackung, urschönen Verpackung. Und mit so einem größeren Applikator. Da ist irgendwas drinnen. Ich glaube Menthol oder so. Ich hoffe, das ist kein krasser Lip-Plumper, weil sonst zucke ich aus. Also, ich habe eh noch ein bisschen was zum Reden mit euch, deswegen schauen wir sich das einmal an. Hast du gerne in Italien gemacht, also richtig gut.
Man muss das jetzt auch nicht so verwenden, weil die Lippenstifte sind extrem cremig. Also ist eigentlich gar nicht notwendig. So, ich bin fertig. Leider war kein Setting Spray oder irgendwas noch dabei zum Fixieren, aber brauche ich in dem Fall nicht, weil es eh schon Abend ist. Ich komme jetzt einfach einmal ein bisschen näher, auch von den Augen. Ja, von der Base. Dass ihr das einfach alles noch ein bisschen besser sehen könnt. Die Lippen. Und ja, jetzt reden wir einfach nochmal drüber, ne? Jetzt kann ich endlich meinen Spiegel weglegen, beziehungsweise brauche ich ihn vielleicht dann noch, um auf die einzelnen Produkte einzugehen. Also, der Primer, den fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich werde den aber noch weiterhin testen. Ich glaube, man kann jetzt noch nicht so viel nach einmal sagen. Ich werde vielleicht auch demnächst immer so monatliche Speed-Reviews hochladen, um euch einfach immer wieder zu erzählen und werde in diesem Monat dann einfach diese Produkte intensiv testen und dass ich euch das sagen kann. Genau. Dann die Lidschattenpalette. Ja, die ist sehr neutral, hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Diesen Ton sieht man fast gar nicht, das ist nur ein Setting-Ton. Dann bin ich ja mit diesem Ton in die Crease gegangen, das hat super funktioniert. Dunkle Ton war mir ein bisschen zu hell. Den habe ich mir dann noch am unteren Wimpernkranz gegeben. Der war okay. Der hat mich komplett enttäuscht. Also der geht gar nicht für mich. Also für mich persönlich, weil er einfach zu wenig ist. Und dieser Kupferton, der hat alles rausgerissen. Also der war so heftig pigmentiert. Also ja, so Hälfte, Hälfte. Es ist ein halber der Fehler, aber ich habe es mir eh gedacht, ne? Aber die Pigmentierung ist mir persönlich einfach zu wenig. Aber mal schauen, wie lange sie in meiner Sammlung bleibt oder auch nicht. Dann hatte ich diesen Puderpinsel, den fand ich wirklich gut und ich liebe Pinseln. Dann hatte ich diesen Eyeliner auf der Wasserlinie, den fand ich auch richtig gut in dieser hellen Farbe. Und dieser Snatch-Eyeliner, oh Gott, der ist wirklich Snatch, der ist so krass, so zart und so präzise, fand ich mega gut. Bei den Wimperntuschen fand ich diese hier besser, weil die diesen kleinen Applikator einfach hat und für meine kleinen Augen. Aber ich fand das auch spannend, weil man so viele verschiedene Stufen einstellen konnte. Aber für meine kleinen Augen ist einfach die andere besser. Dann fand ich bei dem Puder richtig gut, dass das wirklich translucent ist und nicht nur oben steht. Und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, das werde ich noch weiterhin testen. Das Augenbrauengel, das war halt nur durchsichtig. Ich schaue mal das jetzt an. Das ist ein bisschen angetrocknet. Aber nicht krass. Aber ja, ich finde es ganz okay eigentlich. So. Eigentlich muss ich sagen, die Blushes schauen jetzt von der Farbe fast gleich aus. Ist irgendwie schon krass, oder? Das ist ein bisschen stärker, aber sonst, ja, die Blushes sind okay, aber wie gesagt, die muss ich noch anders testen mit allen möglichen verschiedenen Varianten. Die Farben sind süß und schön, nur der halt, das ist der glowige. Der ist von der Farbe heller, den muss man ein bisschen mehr aufbauen. Also man kann das gut aufbauen auf alle Fälle. Der Highlighter hat mir jetzt First Impressions auch ganz gut gefallen, nur hätte ich ihn sonst anders aufgetragen vor die Puderprodukte. Und der Highlighter-Pinsel ist auch gut, den muss ich aber erst waschen und dann sehen wir, wie der dann im Laufe der Zeit ist. Was habe ich da? Ah ja, dann noch diesen Glow-Stick. Finde ich auch richtig klasse, das mag ich voll, voll gerne. Und ja, bei den Lip Linern, die waren eigentlich okay, aber leider zum Anspitzen, keine ultra cremigen, aber waren eigentlich ganz schön. Und die Lippenprodukte, die haben mich hier richtig aus den Socken gehauen, so richtig glowy, cremig. Besser geht's gar nicht. Und mit Schimmer drinnen. Urkrass. Und
Das riecht zwar nach Minze, aber es ist kein Plumper und das finde ich super. Lippenöl und vor allem in dieser Farbe kann man super gebrauchen, wenn man in der Arbeit ist, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Party ist und man will nicht so schauen drauf, wie sitzt der Lippenstift und. Dann schmiert man sich das Lippenöl drauf und dann ist es super. Also so im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es zum Glück funktioniert. Ich bin zufrieden mit den Mega-Produkten, weil 260 € war fast mein teuerster Adventskalender. Ne? Also es kommt noch ein krasserer von P. Louise, der schlägt dann alles. Und vom Beauty Price soll auch einer um 300 € kommen mit lauter Luxusmarken wie Dior, Yves Saint Laurent, Lancôme. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und lasst mir ein Abo da, lasst mir ein nettes Kommentar da. Da freue ich mich voll und das motiviert mich natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, baba!